Ja, hallo zusammen Leute, willkommen zu diesem Video. Das Video ist nur eigentlich ein sehr kurzes Video. Ich versuche euch mal so detailliert wie möglich zu sagen, wie ich sowas diagnostiziere. Ich meine, ihr seht es ja schon im Titel. Um 100% sicher zu gehen, dass dieser Schlauch auch kaputt ist, kann neuerdings nicht mal mehr fahren ohne, ich sag jetzt mal, alle 20, 30 Minuten Wasser nachzukippen. Ich kriege jetzt nicht die Meldung, dass zu wenig Kühlwasser drin ist, oder Kühlmittel in dem Fall. Sondern ich kriege die Meldung, beziehungsweise ich merke das in dem Moment, wenn die Heizung nicht mehr geht. Ja, dann kommt nämlich noch kalte Luft und das ist scheiße. Der Wagen war knackenheiß hier und ihr werdet sehen, wenn ich ihn jetzt aufdrehe, passiert nichts. Der ist auch noch halb voll. Das ist natürlich kacke. Wir hoffen, dass das nie so viel rausläuft, wenn ich ihn gleich lösen muss. Aber ihr seht schon hier, guckt euch das mal an, das ist natürlich alles schon hier voll gesplattert. Und ich bin fast zu 100% sicher, ich weiß nicht, ob die Abdeckung nur hier oben ist, ne, die Abdeckung ist nicht nur hier oben, schade. Oder wenn wir die lösen, können wir die aufmachen, keine Ahnung. Ja, könnte sein. Ah, hier müsste noch einer sein, ja. Vielleicht kriegen wir die Zarge dann rausgezogen, ich weiß es nicht, ob das geht, ich hoffe es. Und dann kommen wir hier besser dran. Aber ihr seht, das hier oben wurde schon mal ersetzt. Das ist alles neu. Das hier unten ist der... Wenn ich richtig überlege, ist AGR-Kühler, müsste sein. Und hier unten, unter dem ganzen Dings, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, da ist ein bisschen nass. Seht ihr das da? Das ist ganz, ganz bisschen nass. Es tropft auch. Hört ihr? Und ich bin zu 100% sicher, dass es dieser Schlauch ist. Deswegen habe ich den halt auch bestellt. Mit euch im Stream, wie gesagt. Ne, nochmal Dankeschön dafür. Wie gesagt, es ist ein kleines Stück Schlauch und kostet... Ich glaube 27 Euro. Das natürlich. Ich weiß, es geht, aber ich finde es jetzt trotzdem, ehrlich gesagt, ein bisschen überteuert für so ein kleines Stück Schlauch. Und vor allen Dingen ist es eigentlich ein ganz normaler Schlauch bis auf die Ecke hier. Weil auf der anderen Seite ist eine ganz normale Schelle dran, wie ihr seht. Ja. Ja, ich werde jetzt mal gucken, ob ich hier ein bisschen Platz mache. Und dann gucken wir uns das Ganze an. Und dann lassen wir das Kühlwasser auch raus. Und ich habe auch bis jetzt kein Kühlmittel mehr reingekippt. Ich habe das zweimal gemacht und es fällt mir auf, hey, das ist ja immer weniger. Und nee, das sehe ich gar nicht ein, ne? Ja. Und dann werden wir auch mal, nee, wir machen erst den Drucktest, genau, deswegen habe ich das auch hier hingelegt. Genau, und zwar habe ich hier wieder unseren Deckel von Stahlmax bzw. XXL Automotive, nicht Lokomotive, oder Automotive, ja, wenn man, das ist ein deutscher Hersteller, also beziehungsweise ein deutscher Händler, also muss man das deutsch aussprechen eigentlich. Naja, ihr wisst, was ich meine, steht da, ja? Und die haben mir damals den hier geschickt, einfach so, just for fun, weil ich habe dieses komische Set hier bei eBay bestellt. Und dann kam halt von Dennis, von dem Chef, kam halt die Nachricht, hey, das Ding, ja, das gibt's bei uns, dann wird das nicht kaputt gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann schick mal eins zu. Und ich war halt total angepisst in dem Moment, deswegen habe ich halt so drauf reagiert und so drauf geantwortet. Aber die richtig cool drauf, schicken mir einfach das Ding zu. Und so kam die Partnerschaft zustande, also nicht vergessen. Geht auf die Seite und unten in der Beschreibung, Link und natürlich 3% Rabatt mit meinem Namen, ne? Wisst ihr Bescheid, steht alles unten. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal den Deckel hier drauf drehen. So, das ist übrigens der BMW, nur so zur Info. Das sind alles dieselben fast. Ich weiß nicht, bis wann die dieselben haben. Da ist noch so ein Ding bei, wo man den Test drehen kann mit dem Ding hier. Ja, zack. Ja, richtig fest. So. Und jetzt werden wir mal Druck drauf geben und gucken, wo das Ganze herkommt. Ich sehe gerade mit der Lampe, es kann sogar der obere sein. So, dann gucken wir mal. Ah, okay, es ist schlimmer, als ich dachte. Scheiße, das ist das Plastikteil. Hier, ich zeige euch das mal. Das ist das Plastikteil. Ja, einfach aus dem Plastikteil raus, weil das Plastikteil gebrochen ist anscheinend. Also, ich habe jetzt gerade mal geguckt, das Teil kriegt man, das geht auch bis hier runter irgendwo und hier hinten hin, das ist auf alle Fälle kein kleines Bauteil. Das geht von hier unten bis hier hinten rüber und dann hier unten irgendwo unter die Anselbrücke bis hinten hin zu irgendeinem Steckschlauch. Ja gut, das, ich meine, das geht ja noch, das ist alles erreichbar. Da ist hier eine Schraube, hier ist eine Schraube. Jetzt muss ich noch irgendwie gucken, wie diese Kühlerzarge hier abgeht. Auf der Höhe. Das Ding ist, ich sehe den Riss tatsächlich so gar nicht. Das ist kein Spaß. Ich sehe ihn nicht.
ich habe auch jetzt keinen 2K-Kleber, der so schnell trocknet. Wo ich sagen würde, ich könnte das reinmachen. Einziges, was hält, ist bei JB World. Ich meine, das hält, aber das muss Ewigkeiten trocknen. Wer JB World nicht kennt, das ist so Flüssigmetall. Kommt, soweit ich weiß, aus Amerika. Das ist eigentlich ein ziemlich geiles Zeug. Ich habe da schon so viel mit geklebt. Das ist halt so eine Art Zwei-Komponenten-Kleber. Aber eher so Flüssigmetall. Ich weiß auch nicht, ob das funktioniert. Aber ist egal. Ich versuche morgen den Original zu bekommen. Und für den Notfall haben wir das halt geklebt. Keine Angst, das ist auch hitzebeständig oder so. Das zerläuft voll gut, ey. Wenn das jetzt in relativ kurzer Zeit trocken ist, ich weiß gar nicht, wo steht in der Trocknungszeit? 4 bis 6 Stunden. Ja, kann ich mir sogar fast vorstellen. Ich habe letztens schon mal das Zeug benutzt und das war nicht so schnell fest. So, dann lassen wir das mal trocknen und hoffen, dass das morgen dicht ist. Ich versuche trotzdem den Schlauch, wie gesagt, zu bekommen. Ich hoffe, dass ich ihn kriege. Wenn nicht, müssen wir morgen das Auto komplett zerlegen und dann halt über Nacht trocknen lassen. Oder ich muss mir irgendwas anderes überlegen, keine Ahnung. Aber eigentlich ist das Zeug ziemlich gut, wenn man es halt eben Zeit gibt zum Trocknen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es auf alle Fälle funktionieren wird. Gut, ist ein Test. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen früh wieder. Ja, am nächsten Morgen wieder fresh hier für euch. Das Wetter ist super. So halb, also es ist halt kalt, ne? Also halt typisch Herbst, Winter. Ne? Und ja, wir sind wieder hier in der Halle. Gerade angekommen. Machen wir mal Lösch an. Tut mir leid fürs Wackeln. Ja, ich war gerade bei Action, habe noch ein paar Sachen gekauft. Vor allem habe ich mir eine Luftmatratze geholt, weil ich gar keine hatte. Und ich weiß nicht, wie das Schlafsituation bei Max aussieht am Wochenende. Soweit ich weiß, dürfen wir bei ihm zu Hause alle pennen, weil es halt ein bisschen kalt wird jetzt in der Halle. Ich habe mir zur Sicherheit aber trotzdem eine Luftmatratze gekauft, weil ich hatte auch keine. Also von daher musste ich mir einfach mal eine holen. So, wir sind wieder hier, wir sind wieder da. Wie sieht unser geklebter Scheiß aus? Das sieht doch schon eigentlich ziemlich fest aus, oder? Oh ja. Eieiei, das sieht sogar ziemlich gut aus. Ja, da würde ich sagen, wir geben da einfach mal Druck drauf. Ich habe alles so gelassen wie gestern. Und gucken mal, ob es da rauspinkelt. Ja? Wie gestern. Ich will es nicht hoffen. Ich hoffe, ich habe es damit gefixt. Ich habe diesen Schlauch aber bestellt bei BMW. Oha, der Auslösbehälter ist kaputt. Da. Das ist definitiv nicht gut. Aber ich glaube, das kriegen wir gepflegt. Das ist kein Problem. Oh, aber das hier unten, das wird ein Problem. Jetzt bleibe ich hier überall hängen. Ah, schade, ich habe echt gehofft, dass ich das Schlauchdings nicht kaufen muss. Scheiße. Ich meine, es ist auf alle Fälle besser zu als vorher. Die Frage ist, ob man das jetzt noch weiter kleben kann, beide Stellen. Weil eigentlich hält er relativ gut den Druck jetzt. Also, ich meine, er verliert zwar ein bisschen, logisch, er hat 2 Lecks hier, ne? Aber. So, kleines Update. Ich habe alles losgeschraubt, was man losschrauben kann. Beziehungsweise losschrauben gedacht habe. Losschrauben. Ja, also Punkt 1 ist, ich kriege diesen Schlauch nicht raus, wenn ich die Ansaugbrücke nicht runter mache. So, der Schlauch ist lose, aber ich kriege ihn nicht raus. Denn die Lüfterzange kriegt man nicht raus, wenn man den Lüfter nicht abnimmt. Ich finde meinen 32er Schlüssel, das heißt, ich kann das Lüfterrad nicht abmachen. Ja, auch super. Ja, jetzt ist die Frage, ich kann nämlich von hier mal reinleuchten, ihr könnt es sehen. Es ist ja auch wieder nur die Kante da am Siffen. Da ich sehe sogar den Riss. Ich versuche das jetzt nochmal zuzumachen. Und hoffe, dass das hält. Ich habe hier noch ein bisschen. Ja, es ist sogar schon so halb angetrocknet. Das ist gut. Weil dann braucht es nicht so lange zum Trocknen. Das ist auch das, was ich hier auf den Auslassbehälter gemacht habe. Na, seht ihr? Oh, das sollte eigentlich dicht sein, weil das Zeug ist eigentlich wirklich gut. Also, das wird auch noch ein bisschen flüssig, bevor das richtig hart wird. Ich versuche mein Glück, weil ich kann die Ansaugbrücke jetzt nicht noch ausbauen. Das dauert viel zu lange. Das schaffe ich dann heute nicht mehr. Ja, im schlimmsten Fall muss ich dann doch leider heute zu Hause, muss ich morgen zu Hause bleiben. Mit meiner Mutter ihrem Auto traue ich mich nicht so weit zu fahren, vor allen Dingen nicht diese Strecke. Aber wir wollen mal gucken, dass es nicht dazu kommt. Ich klebe das jetzt und dann gucken wir mal. Ich habe das Ganze jetzt geklebt, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, da hinten. Ist geklebt. Der ja auch, habt ihr ja gesehen, ich habe jetzt gerade das AGR wieder dran gebaut. Ich habe hier alles versucht abzubauen.
um das Ding rauszubekommen. Keine Chance, Ansaugbrücke muss runter. Das bedeutet, wir werden das an einem anderen Tag machen. Ich habe die jetzt gepflegt. Fürs erste wird es reichen, schätze ich mal. Ja, AGR habe ich übrigens auch sauber gemacht, falls ihr seht, ne? Habe ich schön sauber gemacht, ja. Beim nächsten Mal schmeißen wir das einfach ins Ultraschallbad, dann ist auch alles sauber. Ja, jetzt muss ich die ganzen Schläuche wieder dran machen, die ich heute Morgen seit 3 Stunden oder sowas quasi hier versuche abzumachen. Ja, dann ist das auch wieder fresh. Da können wir weitermachen mit dem nächsten Video, weil wir haben ja noch eins. Zum Glück habe ich ihn jetzt schon auf die Bühne gestellt. So, alles ist zusammen. Hier erstmal, außer der kleine Schlauch, der hier unten dran geht, das, ja, ich trocknet ja noch. Genau wie das da. So, und auch noch, die sind ja beide gleich, ich habe die beide gleich gemischt, aber das an dem Schlauch habe ich... Christian ist übrigens da. Mahlzeit. Das am Schlauch habe ich halt später erst drauf gemacht. Aber es war ja schon so ein bisschen hart. Wo ich habe auch noch eine Dose irgendwo. Da, hier, ich habe eine Monsterdose von gestern. Voll gut, die muss ich jetzt erstmal gleich trinken. So, auf jeden Fall, ich würde sagen, wenn das jetzt funktioniert hat, melde ich mich ja, heute Abend irgendwann wieder. Wenn wir die Ansaugbrücke runter machen, 3 Klappen und so weiter, aber das schaffe ich alles nicht jetzt in der nächsten Zeit, weil das Auto von meiner Mutter geht vor und ich gucke nur, dass der so gerade eben noch fährt. So, und dann können wir alles machen an dem Auto. Ja, wenn die 3 Klappen nicht raus müssen und er fährt, dann lasse ich das erstmal so. Ja, es ist vollbracht. Der Kühlerschlauch ist gefixt. Ich sage es jetzt einfach mal so, weil es kann ja... Es kann ja immer noch sein, dass es nicht so ist. Und ja, es ist auf alle Fälle halbwegs getrocknet. Es kommt kein Wasser raus, so wie ich gesehen habe. Nö, das sieht gut aus. Und ist kein Wasser dran. Das habe ich jetzt nur mal abgeklebt, damit das halt, weil hier von oben Wasser die ganze Zeit runtergelaufen ist, nicht, dass das da drauf läuft, habe ich jetzt abgeklebt. Das trocknet jetzt auch bis morgen. Ich werde jetzt nach Hause fahren. Ich hoffe einfach nur, dass es hält bis morgen. Dass wir quasi damit jetzt nach Hause fahren. Also das, ich meine, wollte gerade sagen, ich muss nur bis nach Hause kommen. Und dann trocknet der wieder. Dann, oh, der Zuheizer übrigens läuft auch die ganze Zeit mit. Ich weiß nur nicht, ob das so gewollt ist, dass er zwischendurch einfach angeht die ganze Zeit. Aber die Leitungen hier, die kriegen Wasser. Da, ich merke, dass hier unten, dass das Wasser auf alle Fälle da lang läuft. So, das hörte, das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen, oder morgen, Entschuldigung, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Nicht vergessen, abonnieren, liken und natürlich einen Kommentar. Haut rein. Tschüss.